Neuer Tag, neuer Booster, Folge 1239. Hallo und herzlich willkommen. Masterpiece Pilgrim Memories heißt das aktuelle Set von Force of Will, das wir hier im täglichen Booster öffnen. Und ja, es sind immer nur 8 Karten pro Booster drin. Aber wir haben hier wieder alte Holo-Karten mit dabei, diese Über-Rares und eine Secret-Über-Rare sogar. Das Set ist auch nur auf Englisch, ich habe es in der ersten Folge schon erwähnt, aber ich sage das jetzt hier nochmal für Leute, die die erste Folge verpasst haben. Reefer, The Castle in Heaven, die erste Karte. Dann haben wir Pandora, The Goddess of Light and Dark. Sehr schönes Artwork. Viele Reprints aus dem allerersten Zyklus sind hier mit drin. Heavenly Fruit. Die himmlische Frucht. So, 3 normale Karten. Dann haben wir jetzt hier schon die erste Rare-Karte. Pandora's Box of Hope. Fand ich jetzt nicht so prickelnd, dass sie dieses Artwork auch nochmal reprintet haben. Ich fand das damals schon nicht so schön, muss ich ganz ehrlich gestehen. Oh, aber hier haben wir wieder was Nices. Dark Alice, Rabbit Princess. Die sieht auch sehr schön aus. Die dunkle Alice. So, dann haben wir jetzt hier eine Super Rare. Und zwar Pop-Up Fairy Tale. Schönes Artwork. Noch eine Super Rare. Elvish Archer. Und die letzte Karte. Wieder eine Marvel Rare in Holo. Was ist denn hier los? Schon das zweite Pack mit einer Holo Marvel Rare. Sehr nice. The Opening of the Fairy Tale. Ja. Damit haben wir die 8 Karten schon wieder durch. Ja, es geht ein bisschen schneller als sonst, aber ich bin bisher recht begeistert. Ich hoffe natürlich, dass wir auch eine von diesen Über-Rare-Karten ziehen, ja. Und mit viel Glück haben wir vielleicht sogar diese Secret-Über-Rare dabei. Davon soll es ja, wenn ich das richtig mitbekommen habe, nur eine im gesamten Set geben. Auf jeden Fall bedanke ich mich bei euch wieder fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch gefallen und wenn ihr wollt, dann sehen wir uns.